Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video, die Mädchen-WG in Valencia, Folge 11. Wenn ihr diese Folge seht, bin ich schon auf Teneriffa im Urlaub, aber keine Sorge, es kommt trotzdem jetzt den Sonntag offensichtlich ja ein Video und nächsten Sonntag auch und auch Temptation Island, hoffe ich, kann ich weitermachen im Urlaub. Und ja, ich denke, wir fangen direkt mal an. Wegen ihres Umweltprojektes, das müssen die Mädchen heute schon um 5 Uhr auf den Beinen sein. Und Emma macht dort ein kleines Geständnis. 5.10 Uhr stehe ich normalerweise nicht auf. Echt jetzt? Ja, ich lerne mal morgens noch ein bisschen. Okay. Genau wie Lisa fühlte ich mich in dem Moment irgendwie auch. Okay. Was? Also, man kann es auch übertreiben. Kurz darauf werden die Mädchen abgeholt und erfahren auch, was diesmal die Aufgabe im Umweltprojekt ist. Weil wir müssen Vögel fangen. Ja. Wie fangen? Ja, so richtig wie fangen? Fangen, aber dann wieder freilassen. Warum müssen wir sie fangen? Dann, das erkläre ich euch. Wieso muss man die, wieso aber wir haben ein bisschen Lust. Ja. Chang stellt mal wieder die besten Fragen. Hey, warum müssen wir denn die Vögel wieder freilassen? So total schockiert. Alle anderen so, hey, warum müssen wir die fangen? Und Chang will sie gar nicht gehen lassen. Ja, ist okay, ne? Habt ihr gesehen, wie hell das ist? Die ganze Nachbarschaft ist stockfinster und um 5 Uhr die ganze Villa strahlt so richtig hell. So, die Nachbarn sagen da nicht Danke, oder? Aber das sagen generell nie Danke, von daher. Das Interessanteste an diesem Morgen war einfach, als dann Pepe kam und die rausgeholt haben, dass die so richtig chillig wurden. Also die sind wirklich, ja, die wurden halt entspannt. Und das war wirklich, ich fand das super interessant. Also Pepe hat schon so eine Verbindung, glaube ich, zu den Vögeln. Chang sieht auch irgendwie richtig krass fasziniert aus. Also so richtig krass fasziniert, oder? Ja, okay. Chantal und Angelina helfen den Volontären, die Netze zu spannen. Ja, die Freiwilligen zu sagen, klingt doch irgendwie zu uncool, oder? Es müssen Volontären sein. Cool T-Shirt. It passed to the Teamer. Ich muss sagen, ich liebe Lisa langsam für ihre Englischkenntnisse. Also das ist nicht gerade so super, aber es ist einfach wow, Beste. Also Pepe guckt dann auch so schön weg, so keine Ahnung, was die jetzt noch redet. Ja, verständlich. Alle, die sich übrigens jetzt gefragt haben, hä, und warum genau fangen die jetzt die Vögel und lassen die dann wieder frei? Ja, das haben die gemacht, um die Vögel zu kennzeichnen und auch gleichzeitig, um zu gucken, wie es den Vögeln geht, damit man sie als Teil des Ökosystems einschätzen kann und auch dann genau weiß, wie es der Umwelt geht in diesem Bereich. Yay. Den ganzen Vormittag haben die Mädchen dann halt dort verbracht und sind dann kurz darauf wieder in der Villa. Und haben dann wieder eine super Idee. Yo. Hello. Hi. Wir sind einfach hungern, Leute. Habt ihr irgendwas zu essen? Koch-Challenge! Yay! Koch-Challenge! Juhu! Beste Idee ever! Nee. Die Challenge ist, dass die Mädchen in Teams aus verschiedenen Zutaten, die sie halt noch zu Hause rumliegen haben, etwas kochen müssen und dann entscheiden, wer besser war. Doch wer stellt die Jury? Genau, wie entscheiden wir das? Lasst mal vielleicht andere fragen oder so. Ja, aber wen? Hey, wir können auch zum Strand gehen. Ja, einfach Passanten ansprechen. Gibt's und was? Probieren. Die armen Passanten, tut mir jetzt schon leid. Da kann ich Lisa irgendwie nur beipflichten, vor allem wenn man das Ergebnis schon kennt. Dann tun die mir wirklich tatsächlich recht leid. Doch natürlich fragt man sich auch, wie genau losen die Mädchen zu, was wer bekommt. 10. Ah, ihr seid ihr Wackelpudding. Egal. Ich weiß nicht warum, aber ich habe mir irgendwie vorgestellt, das dauert einfach ewig, das zuzulosen. Oder sie musste erst den ganzen Zettel schreiben, dann mussten sie das über draufkleben, dann mussten sie nochmal die gleichen Zettel haben. Dann mussten sie das jetzt alles auslosen, jedes Mal einen neuen Zettel ziehen, sich freuen, traurig sein, panisch sein, was auch immer. Das sind, keine Ahnung, 20 Sachen, das hat doch ewig gedauert. Oh, ich hab Hunger, lass mal schnell ewig was noch rumbasteln und ja, dann eine Challenge machen und wann essen die? Let the battle begin! Woo! Let the battle begin! Woo! Ja, und dann geht auch schon das Kochen, in Anführungszeichen, los. Sie sind im Wasser. Lustiger, als ich letztens an einen Freund Story erzählt, dass ein anderer Freund von mir genauso Nudeln kocht. Zur Hälfte reinstellen und denken, das reicht. Tut es nicht. Mehr Paprika. Ja, okay. Emma ist auch so ein Mensch, ne? Erstmal strikt dagegen und kurz danach so, ja, doch, gute Idee. Schmeckt genauso wie das Fleisch. Emma in der Küche ist wie meine Mutter so, nee, jetzt machen wir es nicht rein. Nein, ich kann das nicht zusehen. Ich schmeiß alle Lebensmittel zusammen in einem Mixer und schaut dann einfach, was rauskommt. Ja, Chantal bereitet sich einfach schon mal darauf vor, eine richtig gute Studentin zu werden irgendwann, weil sie weiß ja schon, wie man überlebt mit Resten an dem Existenzminimum. Ja.
Ja, schlussendlich sind die Mädchen dann fertig mit ihren Gerichten. Sie sehen ganz gut aus. Punkt, das war's, glaube ich. Also ich weiß natürlich nicht, wie sie schmecken, aber die Passanten werden es ja herausfinden. It doesn't have anything like weird. Nein, da ist nichts Seltsames drin. Wir haben nur Wackelpudding in die Tomatensoße untergemischt und alles bei dem anderen in den Mixer zusammengeschmissen, wo wir nicht mal wussten, was es ist. Nein, alles super. Thank you for trying. You guys are so brave. Why? Has something wrong? Gracias. Adios. Gracias. Adios. Adios. Gracias. Adios. Yum, 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 yum. Wenn jemand so mit Essen auf offener Straße auf mich zukommen würde, ich glaube, ich würde panisch wegrennen. Ich wüsste nur, okay, jetzt ist es vorbei. Ja, und die Verlierer des Contests mussten dann spülen. Was übrigens super praktisch ist, weil es endlich mal jemand tut. Ja! Ja. Schulden sind Ehrenschulden und ich freue mich auch schon aufs Spülen. Ich frage mich leider trotzdem noch, sie hatten Hunger, haben dann eine Koch-Challenge gemacht, haben Passanten probieren lassen und wann hatten sie Hunger gestillt? Ja, und zum Schluss sind die Mädchen dann wieder in der Villa angekommen und chillen ein bisschen am Pool. Kann vielleicht einer von euch mal eben so ein Bild für mich machen, das ich hochstellen kann gleich? Ja, mach mal ein bisschen mehr auf Model. Ich bin ein Model. Ja, und kurz danach haben die Mädchen noch darüber gesprochen, wie es wäre, mal hässliche Bilder hochzuladen, weil alle Leute immer noch schöne Bilder hochladen. Haben sie dann auch gemacht, haben festgestellt, dass sie hässlich sind, haben sie dann wieder gelöscht. Und das war's dann auch mit der Folge. Mehr ist nicht passiert. Wow. Ja, wenn euch das recht kurze Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Ansonsten schreibt mir irgendwas unten in die Kommentare. Und wenn euch das Video richtig gefallen hat, könnt ihr mich hier abonnieren. Und ansonsten könnt ihr hier ein anderes Video von mir angucken. Oder hier. Oder dort. Oder dort. Oder da. Oder hab ich da gesagt? Bis zum nächsten Mal. Ciao.